Hallo und herzlich willkommen im Grimmglöckerl. Ich bin die Karin und ich möchte euch heute gern mehr über das Grimmglöckerl erzählen. Wir befinden uns hier in Irtning in Enstal, das jetzt eigentlich Irtning im Donnersbachtal heißt. Das Grimmglöckerl ist ein Bier- und Bauernlohn, also zwei Geschäfte in einem Verein. Damit wollte ich erreichen, dass es sowohl regionale Produkte von unserem heimischen Korn sowie Produkte aus biologischer Landwirtschaft gibt. Im August 2016 habe ich zusammen mit Hilfe meiner Familie den Betrieb eröffnet. Und die Leute bei uns im Markt sowie die Urlauber aus den Regionen nehmen den Betrieb mit großer Freude an. Und ich kriege ganz viel Lob und Anerkennung, was mich natürlich recht freut. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, warum es Grimmglöckerl Grimmglöckerl heißt. Es ist abgeleitet von unserem Hausberg, dem Grimmi, der auch kurz Grimmer bezeichnet wird. Daher ist der Name Grimmglöckerl entstanden. Und ich finde, der passt ganz gut. Wie ich vorher schon erwähnt habe, gibt es bei mir ganz viele Produkte aus der unmittelbaren Region. Richtige Schätze, richtig gut schmecken. Es ist viel Handarbeit dabei und ich finde, dass man das wieder viel mehr schätzen lernen soll. Es schmeckt besser und alles ist sicher auch viel gesünder. Oft weiß man gar nicht, was bei uns in der Region für Köstlichkeiten gibt. Also kommt es mir besuchen, schaut es vorbei. Ich täte mich auf euren Besuch freuen. Ah ja, und bei mir gibt es natürlich auch Kaffeeten, wo man ganz gemütlich einen Kaffee trinken und Kuchen und Böschpreisen genießen kann. Bis bald, eure Karin.